Einer, der bei einer Podiumsdiskussion nicht fehlen darf, ist natürlich der Moderator. Ich stehe hier neben Sven Oswald, der die Fragerunde geleitet hat. Sven, schön, dass du hier bist. Wie war die Podiumsdiskussion für dich? Ich fand es sehr, sehr spannend. Die war ja leider ein bisschen kleiner als ursprünglich geplant, aber ich finde, die eingeladenen Teilnehmer der Podiumsdiskussion haben es auf jeden Fall rausgerissen. Und ehrlich gesagt, ich gucke jetzt ein bisschen positiver in Richtung KI, weil ich das Gefühl habe, alle sind sich einig, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen stellen und so gerade noch rechtzeitig, bevor irgendwas Schlimmes passiert oder diese oft beschriebene Büchse der Pandora geöffnet wird, eben gucken können, dass wir KI für die Zukunft so gestalten, dass wir eben auch mit ihr arbeiten können und keine Angst vor ihr haben müssen. Erweitern wir mal den Blick. Und du bist ja technologieaffin und auch IOK-affin. Was ist aus deiner Sicht das Next Big Thing in der IOK? Jetzt nicht nur KI, sondern auch weitergedacht. Also für mich privat wäre so Next Big Thing so ein blöder Rasenmäherroboter, der sich nicht immer an der gleichen Stelle festfährt. Ich weiß nicht, ob ihr da auch dran seid. Wenn ja, ich stelle gerne meinen Garten zur Verfügung, aber mal, ich habe den wirklich durch den Garten getreten, weil der nicht so fährt. Egal. Also Spaß beiseite. Ich glaube, dass in Sachen Big Data eine Menge passiert. Natürlich in Verbindung mit KI, klar. Damit also Daten sinnvoll und schlau durchsucht werden und wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr die Fragen stellen, sondern die KI oder die Algorithmen schlau genug sind, uns auch die richtigen Fragen vorzuschlagen und wir die Daten, die es schon gibt, eben so sinnvoll lesen, damit wir wirklich Erkenntnisse daraus ziehen, die uns als Menschheit, als Gesellschaft weiterbringen. Bisschen amorph, aber ich glaube, das ist eine Richtung, in die wir gehen und die kann uns allen am Ende weiterhelfen. Wir als Fraunhofer entwickeln ja Technologie für den Menschen und für die Anwendung in der Industrie. Und wir gucken natürlich auch immer auf den Punkt so Datensouveränität, technologische Souveränität Deutschland und Europa. Wie schätzt du denn sozusagen den Stand der deutschen oder europäischen F&E-Industrie und der Entwicklungsindustrie und auch vielleicht der Anwenderindustrie? Das muss ja auch getrieben werden vom Mittelstand und von den Konzernen. Also wie stehen wir im weltweiten Vergleich da, was IOK-Technologien betrifft? Ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Also es ist ja immer so, und das ist ja immer das Problem, was man in 1000 Podiumsdiskussionen auch anspricht, die Amis und auch die Chinesen, die rennen immer vorne weg, die ballern viel mehr Geld in die Forschung, zum Beispiel im Thema KI. Aber wir in Deutschland bzw. in Europa, wir sind vielleicht ein bisschen langsamer, aber das hat halt Hand und Fuß. Es wird nicht erstmal irgendwas gemacht, weil es irgendwie geht und nachher versucht man es irgendwie zu korrigieren, sondern man macht was, was gut funktioniert, was eben auch sicher ist und für die Anwender cool. Jetzt müssen wir die eben nur noch mitnehmen und darauf auch ein bisschen erziehen, dass sie eben auf die wichtigen Dinge achten und nicht nur auf ein cooles Feature jetzt beim Endanwender und ähnlich auch beim deutschen Mittelstand zu sagen, Leute, wir haben hier irgendwie in unserer Industrie in Deutschland durchaus die kreativen Köpfe, auch die richtig guten Ideen und ja, durch unsere ganzen Regeln und unsere ganzen Normen ist es langsamer. Aber wenn alle aufeinander hören und gemeinsam dran arbeiten, so wie es an vielen Stellen ja endlich mal passiert, dann kommt da was richtig Gutes bei raus, was dann auch im internationalen Kontext auf jeden Fall wieder wettbewerbsfähig sein wird, bin ich mir ziemlich sicher. Verlassen wir den industriellen Mittelstand und die Wettbewerbsvorteile von Deutschland und gehen zu deiner Heimat, Journalismus, Medienlandschaft. Wie verändert sich die Medienlandschaft für die Medienschaffenden durch neue Technologien? Such dir welche raus. Es kann VR sein, es kann Cloud sein, es kann KI sein. Ja. Vielleicht noch andere Tools, die du nutzt in deinem Umfeld. Ich bin immer im RBB, ich nutze noch nicht so viele Tools. Spaß beiseite. Also ich weiß ja, als so eine Sachen passiert sind, wie jeder konnte jetzt irgendwie YouTube sehen, da war ja der erste Gedanke, naja, damit ist live tot, weil ich habe alles on demand. Weit gefehlt. Was macht YouTube? Live. Was kommt? Twitch. Also dieser Live-Gedanke, der ist da. Und der ist natürlich für, ich sag mal, aktuelle Medien essentiell wichtig. Gerade für Radio. Ich bin ja eigentlich Radiomann. Und es gibt nichts Live-igeres als Radio. Und auch dem Radio wurde ja schon 28 Mal der Tod prognostiziert, weil man kann ja auch alles Computer generieren lassen und man kann alles auf seinen eigenen Geschmack generieren lassen. Aber die Hörerinnen und Hörer, die wollen ja auch ein bisschen erzogen werden. Das heißt also, die hören ja gerne unseren Director's Cut mit Musik, mit Informationen, mit den News der Welt, so wie wir die Sache sehen. Die gucken gerne durch unsere Brille. Insofern glaube ich, dass moderne Technologien uns helfen werden, irgendwie einfacher diese Brille zu tragen, aber uns nicht diese Brille ablegen lassen. Also ich wünsche mir zum Beispiel Tools, mit denen ich arbeiten kann, wo ich sag mal, medienübergreifend einfach mal eine Recherche machen kann. Was haben denn die Kollegen bei Fritz? Was haben die Kollegen im RBB Fernsehen? Was haben die von RBB 24 zu dem Thema schon gehabt? Und wo ich nicht jedes Mal eine eigene Suchmaschine intern anwerfen muss und ewig warten muss. Also ich glaube, dass auch da KI und eben das smarte Umgehen mit den Daten
uns extrem helfen kann, einen besseren Job zu machen, weil, Achtung, Spoiler-Alarm, es sind auch nicht mehr so viele Mitarbeiter da, wie es früher waren, und die haben mehr Kanäle zu bespielen als früher. Ist leider auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in der gesamten Medienlandschaft so. Deswegen, alles, was uns da eine schlaue Software abnehmen kann, am Ende guckt eh ein Mensch drauf, ne? Das kann nur helfen, und da freue ich mich drauf. Sehr schön. Letzte Frage. Republika. Nach einer pandemischen Zwangspause ist sie zurück in voller Blüte. Was hat sich geändert für dich? Was sind deine Highlights jetzt in den letzten Tagen gewesen oder gestern, heute? Also ich habe ja letztes Jahr das große Glück gehabt, im Endeffekt die Streaming-Veranstaltung einen ganzen Tag lang moderieren zu dürfen. Und es war inhaltlich spannend, keine Frage, aber es ist natürlich viel, viel besser, wenn Menschen da sind. Also so richtig echte Menschen. Und ich muss mich auch daran gewöhnen, dass so viele richtig echte Menschen da sind. Aber das ist natürlich ein tolles Gefühl, mit einem spannenden Thema. Mit einem spannenden Thema auch vor einem wirklich vollen Saal zu sitzen, so wie das vorhin bei unserem Podium der Fall war, das ist großartig. Ansonsten, was sind für mich die Highlights? Also auf jeden Fall die gute Stimmung, die bei allen herrscht, weil alle haben Bock auf Menschen. Das merkt man. Das wird nächstes Jahr anders sein. Da werden es die Republikamacher nicht ganz so leicht haben. Die neue Location ist toll, gerade wenn das Wetter mitspielt. Jetzt hat es heute ein bisschen getröpfelt, aber ich habe gehört, gestern wurde hier geplanscht und gebadet im Badeschiff. Sowas ist natürlich cool, weil natürlich geht es um spannende digitale Themen, aber gerade eben dieses Menschelnde darin, das ist eben essentiell wichtig. Deswegen glaube ich, sind auch die nachgelagerten Tage, wo es wieder mehr um das Thema Texten, Schreiben geht, für die Veranstaltung Republika essentiell wichtig und super spannend, weil man so ein bisschen back to the roots geht und das wieder live von Angesicht zu Angesicht. Sven, danke für die Insights, für das Interview. Schöne Zeit. Vielen Dank, ich gehe eine Runde schwimmen.